Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Part 15 zu Golden Sun auf der Nintendo Switch. Wir sind im letzten Part eben gerade hier angekommen und ja, haben jetzt hier den Tempel des Lama. Okay, das wäre dann der zweite Tempel. Den Fujin haben wir schon hinter uns. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Schauen wir erstmal bei ihm. Willkommen, müde Wanderer. Wie kann ich euch dienen? Ach, hier können wir auch wieder beleben, entgiften, Schutz auch und so machen. Okay, sei wie bei so einem Heiligtum, ne? Gut, dann würde ich sagen, schauen wir natürlich erstmal mit den ganzen Bewohnern. Dies ist der Lama-Tempel. Seid willkommen, Reisende. Voraus liegt die Wüste von Lamakan. Ein sehr heißer Landstrich. Ruht euch gut aus, bevor ihr weitergeht. Okay, ausruhen müssen wir, glaube ich, nicht. Na, am Buschen könnte man sich ausruhen, aber... erstmal schauen wir. Wisst ihr, was Meditation ist? Nö, keine Ahnung. Na, eigentlich ja, weiß ich. Also ja. Erlaubt euch, allein durch das Schließen eurer Augen inneren Frieden zu finden und euren Geist von der Welt um euch herum abzuschotten. Okay. An du, der du zu mir sprichst. Ich fühle große Unsicherheit und Angst in dir. Höchstens Angst vor einem Satoros. Der war wirklich hart. Junge Krieger, kommt ihr aus dem Osten? Na, eigentlich ja. Habt ihr auf dem Weg in Xian Station gemacht? Ja. Meister Feen Xian steht unserer Meisterin Hammer sehr nahe. Schüler aus Fees Schule setzen hier oft ihr Training vor. Ja. Na, ich denke mal, wir werden hier bestimmt auch eine neue Technik oder so erlernen, ne? Ja, Telekinese haben wir jetzt auch und so. Ich schau mal kurz den Felsen. Können wir aber nicht hochheben. Warum? Okay, schauen wir mal. Wer mit der Kraft zu sehen, was nicht gesehen werden kann, soll die Wahrheit schauen. So steht es an der Wand geschrieben. Hört sich sehr mysteriös an. Aber schauen wir erstmal hier. Hier haben wir sogar, nice, nochmal einen Synergy-Stein. Das heißt, alle PP oben wieder komplett. Und hier ist dann auch eine Schule, so wie auch hinten im Zian, ne? Wusstet ihr, dass Meisterin Hammer die größte Meisterin des Skiers? Hatte der Fee ja von erzählt, ja. Ihr wisst das? Dann habt ihr sicher schon Meister Fee in Xian getroffen, ja. Auch sehr, sehr cool. Xian, auch sehr cooler Ort. Doch Hammers Kraft reicht noch weiter. Okay, dann würde ich sagen, direkt rein. Meisterin Hammer meditiert. Bitte verhaltet euch außerordentlich leise. So, Isaac, du und deine Adeptengefährten sind endlich gekommen. Sie kennen sogar unseren Namen, okay? Endlich gekommen? Hat sie uns dann erwartet? Ich denke mal ja. Aber woher wusste sie, dass wir jetzt hier sind? Ich hatte eure Ankunft vorausgesehen. Du wusstest also, dass wir kommen würden? Ich warte schon seit langem auf euch. Ihr sucht nach den Elementarsternen. Du weißt auch von den Elementarsternen? Wer bist du? Ich bin ein Jupiter-Adept, genau wie Ivan. Ich bin kein Jupiter-Adept. Wovon sprichst du? Du bist es, Ivan, obwohl du es noch nicht weißt. Warum sagst du das? Hast du dann nicht die Kraft, Gedanken zu lesen? Diese Fähigkeit ist einzigartig für Jupiter-Adepten. Du hast unser Kommen vorausgesagt. Ist das ebenso Synergy? Oho, ausgezeichnete Frage, Fräulein Mia. Ja, die Fähigkeit, Ereignisse vorherzusehen,
Das sind Jupiter-Adepten vorbehalten. Dann kann auch Ivan diese Fähigkeit erlernen. Also voraussehen ist er eigentlich schon alles auch. Und das hat er bereits. Ja? Hm. Das glaube ich nicht. Und doch ist es so. Du bist dir dessen nur noch nicht bewusst. Und die Macht des Jupiter muss groß sein, wenn sie dich die Zukunft sehen lässt. Oh, aber Ivan kann sogar eine noch größere Kraft erlangen. Okay, das hört sich schon mal mega cool an. Welche größere Kraft? Enthüllung. Enthüllung? Ja, ich habe lange darauf gewartet, dir die Kraft des wahren Gesichts weiterzugeben. Und du hast hier im Lama-Tempel gewartet, nur um Ivan Enthüllung beizubringen. Du wirst Enthüllung brauchen, um deine Ziele zu erreichen. Mit der Zeit können Jupiter-Adepten Enthüllung von sich aus lernen. Und diese Kraft alleine wird euch nicht helfen, Satoros und seine Kumpanen zu finden, also ständig weiterziehen. Satoros und seine Kumpanen waren es, die Seidenstraße blockiert haben. Felix und die anderen, wie diese Feiglinge. Felix trägt ein schreckliches Schicksal. Eine Last, die ich niemandem wünschen würde. Ein schreckliches Schicksal? Was meinst du? Es tut mir leid, aber ich kann darüber nicht mehr sagen. Jetzt müssen wir uns auf die Kraft der Enthüllung konzentrieren. Ihr werdet die Enthüllung brauchen, um die böse Wüste von Lamakan zu durchqueren. Eine böse Wüste? Ist so etwas da möglich? Denk mal schon, also ja. Du glaubst das, Isaac? Nun, ich kann das nicht ganz ernst nehmen. Warum brauchen wir Enthüllung, um die Wüste zu durchqueren? Die Wüste hört sich mega interessant an, muss ich dazu an der Stelle gerade sagen. Alles, was sie gerade sagt über die Wüste. Bin aber gespannt demnächst. Die extreme Hitze war schon hart genug bei der Durchquerung. Das Böse hat von der Wüste Besitz ergriffen. Ihre Hitze ist unerträglich geworden. Die Wüste zu diesem Zeitpunkt zu betreten heißt nichts anderes, als um den Tod zu bitten. Wie konnte dann Satoros einen so tödlichen Ort durchqueren? Und Satoros und Menadi sind Mars-Adepten. Das ist nur eine Vermutung, aber ihre Kräfte könnten ihnen helfen, die Hitze zu unterdrücken. Ich verstehe doch immer nicht. Wie soll uns dann Enthüllung helfen? Mit Enthüllung werdet ihr Oasen finden, in denen ihr euch abkühlen könnt. Okay. Hört sich schon mal mega interessant an alles. Warum brauchen wir dazu Enthüllung? Können wir die Oasen dann nicht sehen? Wisst ihr, was eine Fata Morgana ist? Ja. Die Wüste ist voller Fata Morganen, die euch davon abhalten, klar zu sehen. Ohne Enthüllung könnt ihr die Oasen nicht finden. Okay. Das heißt, wenn man jetzt zu lange in der Wüste unterwegs wäre, ohne so eine Oase, dann könnte es sein, dass man sogar eventuell stirbt, oder? Klingt so, als sollte Ivan Enthüllung lernen. Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Würde ich sagen, oder? Neue Techniken sind immer gut. Also yes, auf jeden Fall. Ja, ich habe keine Lust, in einer bösen Wüste zu sterben.
Ivan, du solltest dir von Meisterin Hammer beibringen lassen, wie man Enthüllung anwendet. Was ist los, Meisterin Hammer? Und du kannst mir doch Enthüllung beibringen, oder? Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert. Um mich darauf vorzubereiten, habe ich versucht, einem jungen Mädchen eine Kraft zu verleihen. Allerdings war es nicht Enthüllung. Meine Schülerin war keiner Depp. Okay. Aber ich dachte, jeder könnte eine Fähigkeit, die er bereits besitzt, vervollkommen. Und ich stelle keine Veränderung an dem Mädchen fest. Nein, es gab eine Veränderung. Ach, bei sie, warum bist du hier? Du hast es doch geschafft, hierher zu kommen. Sehr cool. Sie stand da rechts auf der einen Seite, wo wir das eine machen, und ich glaube im vorletzten Part. Ich habe das Gefühl. Gefühlt? Was hast du gefühlt? Wieso ist in Gefahr? Wieso hat diesen Ort vor langer Zeit verlassen? Ich weiß, aber Hisu ist nicht nach Siam zurückgekehrt. Um die Felsen in den Bergen. Ich habe es gefühlt. Ich kam durch die Mine. Ich kam, um Hilfe zu bitten. Also ist sie auch durch die Mine durch, so wie wir im letzten Part, okay. Mega cool. Ich habe nichts gefühlt, da ich mich auf Isaaks Ankunft konzentriert habe. Aber warum ist die Kraft erst nach all der Zeit zu dir gekommen? Edelsteine fielen aus dem Himmel. Einer traf mich am Kopf. Edelsteine. Synergy-Steine. Dann funktioniert es also doch. Was ist mit Hisu? Lass uns Hisu zu Hilfe eilen. Meisterin Hammer, was ist mit uns? Was ist mit Enthüllung? Da wollte ich auch gerade sagen. Das habe ich ja ganz vergessen. Offensichtlich konnte ich meine Kraft an Falsi weitergeben. Also wird es auch bei dir funktionieren. Oh, sehr geil. Das heißt, wir haben jetzt wirklich dann die Technik Enthüllung direkt so jetzt von ihr bekommen. Ja, Ivan erlernt Enthüllung. Das sollte reichen. Benutze Enthüllung, um die Wüste zu durchqueren. Aber deine Enthüllung ist noch nicht allzu stark. Und die Oasen erscheinen vielleicht nicht. Okay. Also kann man die auch irgendwie noch ein bisschen trainieren, denke ich mal noch. Und der Rest hängt von Ivans Fähigkeiten ab. Ivan, ich bin froh zu sehen, was für ein starker Mann du geworden bist. Und Ivan, du und Meisterin Hammer, kennt ihr euch? Nein, aber sie wirken nicht wie eine Fremde auf mich. Und Felix und die anderen müssen schon weit voraus sein. Oh. Dann sollten wir besser los. Wir können nicht einfach so gehen. Hammer braucht vielleicht unsere Hilfe. Sie hat nur Falsi an ihrer Seite. Sollen wir nicht auch helfen? Ich würde sagen, yes, oder? Wo sind die beiden jetzt? Ich mache mir mehr Sorgen um Felix und die anderen. Aber ich habe nichts dagegen, Hisu zu retten.
Ach stimmt, die wollen ja Hüsu retten, aber ja toll, wo ist dieser Hüsu hin? Wir gehen mit dir, Isaac, wie auch immer du dich entscheidest. Ich frage mich, wovon Meisterin Hammer gesprochen hat. Oh, es tut mir leid. Lass uns gehen. Okay, da muss man mal schauen. Hier können wir, glaube ich, nichts weitermachen, ne? Aber trotzdem sehr, sehr cool hier drin. Allgemein hier gerade, auch mit der neuen Technik. Kann man die Enthüllung, ich will mal kurz schauen, Status bei Ibra, ne? War Synergy müsste das so sein, Moment. Ja, Telekinese erst im letzten Part bekommen. Mega cool, jetzt Enthüllung, enthüllt Unsichtbares. Das heißt, kann man damit auch unsichtbare Wege, ich denke mal auch so, sichtbar machen, denke ich mal noch. Frage ist, was mich... Moment, hier haben wir schon wieder so einen Stein, nehme ich natürlich direkt mit. Obwohl wir gerade eben alles aufgefüllt haben. Was wäre hier dann noch? Kann man hier noch irgendwas machen mit diesem Stein hier? Der Telekinese hat sich ja nichts getan. Schauen wir mal kurz mit der neuen Technik Enthüllung. Ach! Nice! Also tatsächlich eine Truhe hier, okay. Also so würde es dann sein, wenn wir Enthüllung einsetzen, okay. Ich sag, öffne die Truhe. Und Lebenswasser an Garret, okay. Mega cool. Das heißt, man sollte auch am besten so eine Steine wie diese hier auch untersuchen, oder? Frage ist gerade, lege ich das irgendwo auf eine Taste? Telekinese Frost hatte ich eingesetzt. Ich würde sagen, auf L mache ich erstmal Enthüllung. Okay. Gut, hier wäre sonst nichts, aber mega cool. Also die wollen ja Hüsu retten. Ich denke mal, die sind unten links rum und dann kommen wir auch durch die Wüste wahrscheinlich und so. Frage ist aber, hier rechts war ja noch... Können wir hier noch irgendwas machen am Bergpfad? Ach, hier stehen die beiden da drüben. Okay. Ich setze mal kurz eine Hüllung ein. Ach, Tatsache, hier ist dann so ein Gang. Nice. Das heißt, hier könnte man dann so durch. Okay, sehr, sehr cool gemacht. Wieso? Bist du in Ordnung? Na, hier können wir dann, denke ich mal, mit Telekinese den Felsen gleich hochmachen, oder? Meister und Hammer, mir geht es gut. Aber die Felsen, ich kann mich nicht rühren. Wieso scheint unverletzt zu sein? Du bist sicher glücklich bei sie. Ja, danke, Meisterin. Aber wie können wir ihn befreien? Ja, dafür sind wir jetzt hier eigentlich. Ich weiß es nicht. Okay, ja, deswegen sind wir ja extra hergekommen. Das heißt, einmal kann ich da gar nicht vor dem Felsen stehen. Sonst von hier. Ja, da sind wir zu weit weg. Okay. Ah, okay. Das heißt, wir kriegen den tatsächlich so hoch. Isaac, hast du den Felsen bewegt? Der Felsen, er schwebt. Auch sehr cool. Schnell, Faisi. Wir müssen Hüsu herausziehen. Mach dich bereit, Hüsu. Ich werde gleich ziehen. 1, 2, 3. Und wir haben es gleich. Nur noch ein Stückchen. Hältst du noch durch, Isaac? Ja, wir sagen pass, oder? Danke, Isaac. Bereit? Ich ziehe jetzt. 1, 2, 3. Okay, somit haben wir ihn gerettet. Wir haben es geschafft, Meisterin Hammer. Hüsu ist frei. Wir haben es geschafft bei sie. Und danke, Isaac. Wir müssen Meister Fee kontaktieren, damit er sich um Hüsus Verletzung kümmern kann. Ich werde ihn auch bitten, die Felsen aus dem Weg zu räumen. Ausgezeichnet. Wenn die Seidenstraße blockiert bleibt, werden alle leiden müssen. Das heißt, die Felsen werden da dann jetzt auch alle komplett weggeräumt anscheinend, ne? Am Adepten, lasst mich euch nochmals danken. Ich bin euch wirklich dankbar.
Ich hätte nicht erwartet, dass ihr uns helfen würdet. Nein, Meisterin Hammer. Wir sind diejenigen, die dankbar sein müssen. Danke, dass du mir die Kraft der Enthüllung verliehen hast. Ja, mega coole Technik übrigens. Aber was du sagtest... Und was ist Iba? Und ich war es, der vorgeschlagen hat, euch zu helfen, nicht wahr? Was? Wolltest du nicht, dass wir in die Wüste ziehen, Garen? Wollte ich das mir? Wirklich? Das war wohl ein Missverständnis. Okay, keine Sorge, Garen. Ich nehme es dir nicht übel. Gute Reise, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wolltest du Meister Hammer nicht fragen, was sie vorhin meinte? Und wir wissen nicht, wann wir Meister Hammer wiedersehen werden. Isaac, glaubst du nicht auch, wir sollten Meisterin Hammer fragen? Und was sie meinte? Ja, eigentlich schon. Yes. Siehst du, wenn es dich bedrückt, solltest du einfach fragen. Vielen Dank euch allen. Es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Und was meinst du damit? Nachdem Meisterin Hammer diese Worte ausgesprochen hatte, konnte sie mir nicht mehr in die Augen schauen. Hä? Das macht mich nur noch neugieriger. Macht euch keine Gedanken, ich glaube nicht, dass sie es mir sagen würde, selbst wenn ich sie direkt darauf anspreche. Nun, es ist nur... Meisterin Hammer wird es mir sagen, wenn wir unsere Mission erfüllt haben. Daran muss ich glauben. Okay, Tempel des Lama somit, haben wir somit auch somit abgeschlossen. Hier haben wir jetzt ja die Enthüllung erlernt. Also ich schaue trotzdem mal kurz, was sie noch sagt. Die Zukunft bringt euch viele Prüfungen, aber ihr dürft nicht aufgeben. Okay. Meisterin Hammer meditiert für eure Sicherheit. Das hört sich auch schon mal sehr, sehr gut an. Hier drinnen, wenn ich mal kurz schaue, Enthüllung. Ich finde das ja mega cool. Das heißt, so könnte man jetzt natürlich auch ja, überall natürlich geheime Bereiche entdecken und so ein Kram. Ich denke mal auch so Wege wie beim Tempel von Fujin war ja auch so ein Weg, so ein unsichtbarer Weg. Das heißt, solche Sachen natürlich auch und so. Das heißt, hier haben wir eigentlich alles soweit und können dann Richtung Wüste anscheinend. Gut, rechts Bergpass ist da jetzt freigeräumt. Also Bergpass, ja, hier könnte man jetzt so durch, okay. Mega cool. Das heißt, hier zum Beispiel, da hatten wir übrigens, wo wir hier waren, auch noch gar nicht die Technik Frost und so. Aber wird das was bringen, wenn ich die hier anwende? Unten rechts ist nämlich noch eine Truhe. Ich würde sagen, Säule mache ich trotzdem, Moment. Einmal schon mal hoch. Frage ist, wie komme ich da oben hier auf die Ebene? Ach hier, das können wir das irgendwie hoch machen. Wir hatten doch letztes Mal irgendwo Wildwuchs, aber mit Regenschauer geht das nicht, oder? Ich wollte gerade sagen, das funktioniert, aber schade, leider nicht. Frage ist, wie kann ich das hoch machen? Ja, Telekinese würde da nicht gehen, das war zum Anheben. Enthüllung. Mach ich natürlich auch mal kurz, da würde auch nichts bringen. Okay. Kann das sein, dass wir irgendeine Technik noch nicht haben? Übrigens, die Bewohner standen hier vorher auch nicht. Wir haben die Felsen weggeräumt. Jetzt können die Leute wieder vorbei. Ja, mega cool. Endlich, kann man dazu sagen. Frage ist nur, wie kann ich hier
das Teil zum Wachsen bringen. Cool, einmal kurz zu ihr hin. Viele Leute aus Zian haben geholfen, die Felsen aus dem Weg zu holen. Die waren vielleicht schwer. Und hier drin ist auch nichts Neues, sondern nur. Schau mal kurz. Okay. Trotzdem mega cool mit der neuen Technik, Enthüllung. Hier unten. Irgendwie muss man die zum Wachsen kriegen. Ich habe noch nicht die richtige Technik. Hänger hätte ich Rückzug. Ja, mit Frost könnte man höchstens die Säule machen. Aber normalerweise müsste doch Regenschauer. Müsste eigentlich für so eine Pflanze eigentlich gut sein, normalerweise. Heißt es einmal nochmal. Na, ja, tut's aber nichts, okay. Ja, keine Ahnung, wie ich die zum Wachsen kriegen soll. Säule könnte man hoch machen, auf jeden Fall. Hier mache ich sogar nochmal einen Screenshot. Dass ich das nicht vergesse und so. Gut, schauen wir erstmal, man muss ja Richtung Wüste, das heißt, das könnte man natürlich immer noch machen. Das sieht irgendwie auch komisch aus, ja. Achso, das war die Tür, stimmt. Das war die hier, okay. Cool, dann schauen wir Richtung Wüste, sollen wir jetzt genau. Erstmal speichern. Oh, ich bin gespannt, was alles demnächst allgemein noch so auf uns zukommt. Hier wäre auch schon die Wüste von Lamarkan dann. Okay. Und hier soll man dann die Enthüllung öfters anwenden. Links sieht man auch so einen Balken. Okay. Gut, laufen wir erstmal ein bisschen rum. Mal schauen. Auf den ersten Blick schon mal mega cool. Aber ich sehe schon links. Krass, das ging ja ganz schön schnell gerade hoch. Ach, wegen dem Sand hier. Ah, die Wüste ist viel... viel heißer, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, auf dem Sand, da geht die Leistung irgendwie richtig schnell hoch, wenn man da läuft. Kampfbiene 1, 2 und Keim 1 und 2 erscheinen. Ja, würde ich sagen, hauen wir natürlich erstmal mit weg. Krass, wie viele neue Sachen. Im letzten Part er erst Telekinese bekommen, jetzt noch die Enthüllung bekommen. Hier haue ich erstmal normal mit Synergy drauf. Eisdorn haben wir neu. Angriff mit Eissplittern. Wir sollen alles natürlich direkt testen. Und 100 Schaden war es eben so mit 3 Ausrufezeichen. Ich denke mal, die Gegner geben ab jetzt auch wieder mehr Erfahrungspunkte als vorher noch. Und so noch drauf. Dann müsste eigentlich gleich besiegt sein. Oben. Also gerade Garrett müsste man vielleicht leider mal heilen. Ivan. Und 258 Punkte insgesamt. Krass. Das heißt, die Level gehen ab jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, wieder schneller hoch. Ja, Gebet würde ich sagen, einmal alles schnell heilen. Ivan sowieso. Ja. Gut, also eigentlich am besten nicht auf diesem Sand laufen oder wie. Ja toll, hier ist aber Sand. Oha. Es ist gleich schon die Hälfte links. OMG. Ich weiß nicht gerade, ob ich hier weiterlaufen soll oder nicht. Ich kann bei dieser Hitze nicht cool bleiben. Auch cool. Ja, super. Die Leiste ist ja gleich schon durch. Geh lieber nochmal schnell zurück. Ich gehe hier gleich wieder rein. Ich will hier nicht verbrennen oder so. Das heißt, nochmal schnell raus, wieder rein. Ja, das scheint sehr gefährlich zu sein. In der Wüste hier. Da unten rechts liegen sogar Dino-Knochen. Ich würde sagen, ich schau lieber schnell durch. Oh, ich schwitze wie ein Pferd. Ich wünschte, ich hätte eine leichtere Kleidung dabei. Aha.
Ich würde sagen, stückchenweise immer schön schauen, oder? Gut, wenn haben wir hier ein Ork erscheinen. Neuer Gegner. Ich denke mal, Flammern und so bringt hier nicht viel. Frost können wir einsetzen. Und Regenschau, Stormblitz würde ich sagen, drauf. Ich denke mal nicht, dass der jetzt so schwer wird, oder? Quelle könnte ich eigentlich auch gleich. Ne, ich würde sagen, lieber draufhauen. Immerhin 87 Schaden. Oder mit 3 Ausrufezeichen. Okay, direkt besiegt. Gut, ich würde sagen, immer Stückchen für Stückchen schauen. Ah, hier ist eine Oase. Nice. Das ist also damit gemeint. Okay. Man sieht auch hier ist so ein Steinkreis. Das verfehlen könnte man die Oase eigentlich nicht. Gut, da schnell drauf. Okay. Nice. Gut, hier wird das oben rumgehen. Und hier unten rum. Orks hauen wir natürlich mit weg, würde ich sagen. Jetzt habe ich Flammen eingesetzt, egal. KP sehen noch gut aus oben. Aber die sind eigentlich easy, die Orks, oder? Direkt der erste weg. Und direkt der zweite daher. Okay. 136 Punkte immerhin. 226 Münzen. Ich würde sagen, erstmal schaue ich hier auf der sicheren Ebene. Moment. Kann das sein? Hier ist glaube ich wieder eine Oase, ne? Ne, so ein PP-Stein. Synergy-Stein, okay. Das war jetzt nur nicht gut, jetzt habe ich links in der Leiste wieder ein Buschen drin. Ich würde sagen, erstmal versuche ich zu flüchten, weil ich würde das gerne erstmal erkunden und so. Ich schwitze mir ein Pferd, ich wünsche, ich hätte leichtere Kleidung dabei. Ja. Ich würde sagen, durchrennen, oder? Versuch's einfach. OMG. Ich kann bei dieser Hitze nicht cool bleiben. Aber hier müsste eigentlich... Ja, okay, passt. Eine weitere Oase sein. Aber schon cool gemacht auf jeden Fall die Wüste, oder? Gefällt mir. Also bis jetzt auf den ersten Blick mega cool. Ich würde sagen, hier erstmal schauen. Den Gegner, wie gesagt, überspringen hier erstmal kurz. Wenn es dann klappt. Ja, der eine Gegner ist sogar gerade abgehauen. Okay. So, nochmal schnell heilen. Bei mir am besten auch nochmal direkt. Allein hier herumzulaufen beraubt mich all meiner Kraft. Was haben wir hier? Das scheint so eine Art Zwischenboss zu sein, oder? Eigentlich fies, ich würde sagen, nö, ich renne jetzt erstmal hier hoch. Ich bin so durstig, Wasser, ich brauche Wasser. Okay. Was passiert dann, wenn der Balken vollgefüllt ist? Aha. Und da ist Oase, gut, das passt. Gut, hier wird es hochgehen, aber... Und links ging es auch noch rum. Ich würde sagen, ich schaue erstmal weiter. Gut, sehr viel Kakteen hier. Okay. Alles, wo renne ich rum? Ich würde sagen, erstmal oben rum. Hier haben wir einen Salamander. Auch neu, glaube ich auch. Gut, aber wie gesagt, in der Wüste erstmal zum Erkunden so schauen. Allein hier rumzulaufen beraubt mich all meiner Kraft. Immerhin Oase hier. Okay. Und die Texte sind da immer dieselben, ne?
Hier immerhin so ein Schreinchen. Ja, meine Kleider sind schweißdurchtränkt. Das ist widerlich. Toll, hier ist Sackgasse. Der Balken ist gleich komplett gefüllt. Ich halte es nicht mehr aus, meine Füße brennen. OMG. Gut, der Balken ist gleich gefüllt, ist nicht gut. War es eine Oase, komme ich da noch hin? Oh, gerade noch so rangekommen, okay, krass. Die Wüste ist viel heißer, als ich es mir vorgestellt habe. Okay. Da kriegt man da richtig Panik in der Wüste hier. Ich würde sagen, erstmal flüchten wir wieder. Da ist wieder so ein Vieh, okay. Ich kann bei dieser Hitze nicht cool bleiben. Ich würde sagen, erstmal oben links weiter rum. Hier ist sogar eine Ruhe. Mit was? Mit Glückspfeffer. Okay. Oben ist eine Art Treibsand. Wenn ich bald eine Oase finde, werde ich noch zur Dörflaune. Kann man hier irgendwas machen? Naja. Und Leiste ist gleich leider voll. Nicht gut. Oh, sehr gefährlich. Ich glaube, wir verbrennen jetzt. Immerhin habe ich die Truhe gefunden. Okay. Man verliert dann. Ah, okay. Man fliegt nicht raus. Ich dachte erstmal, fliegt dann raus aus der Wüste, aber man verliert dann nur Energie. Okay. Aber das heißt nur. Man fasst die Hälfte der Energie oben weg. Aber schon mal gut zu wissen. Man wird nicht direkt rausgeportet. Okay, ich schwitze mir ein Pferd. Hier ist wieder so ein Vieh. Bin so durstig, Wasser. Ja, Campe, wie gesagt, erstmal überspringen. Gut, hier haben wir wieder Sicherheit. Frage wäre, was wäre hier unten noch in der Wüste? Wir sind jetzt da oben rum. Links geht es irgendwie weiter. Man könnte natürlich noch mal schauen, hier unten rum. Und dann gleich sonst oben links den Weg dann rum. Gut, KP sehen gut aus. Und hier ist schon mal nichts, okay. Könnte sein, dass da irgendwo noch was versteckt ist oder so. Und hier rechts, da waren wir noch. Und von hier unten rechts sind wir, glaube ich, gekommen. Okay. Energie sollten alle überleben. Und mit einmal runter, okay. Passt eigentlich. Also allzu viel Energie verliert man gar nicht. Und ich schicke hier erstmal eben total Panik, dass ich irgendwie sterbe, wenn der Balken gefüllt ist. Gut, dann können wir eigentlich links durch. Ich denke mal, die Wüste geht bestimmt noch weiter, ne? Ah, hier ist ein neuer Abschnitt, okay. Kann man da durch? Ah, okay, ja, kann man. Ich würde sagen, oh ne, hier kann man glaube ich nicht durch. War doch so rüber, okay. Ich meine, da hinten könnte man gleich noch hoch, ne? Aber. Ja, ich schaue lieber erstmal hinten hoch. Was wäre hier? Okay,
Okay, eigentlich nichts. Okay. Dann können wir doch unten rum. Okay. Dann schauen wir mal. Ich glaube, ich sollte auch so an den Ecken auch ab und zu eine Hüllung machen. Hm. Oh, gefährlich. Ah, hier ist ein Gang. Okay, das heißt schnell rein in die Höhle. Aber mega cool. Also bis jetzt muss ich sagen, die Wüste ist ein mega cooler Abschnitt im Game. Wir verlieren auf jeden Fall gleich erstmal wieder Energie. Okay. Okay, hier geht's hoch. Hm. Frage ist, schaue ich da direkt rüber oder gehe erstmal unten? Da ist wieder Treibsand und so noch. Okay, direkt Gebet einsetzen. Schwitze wie ein Pferd. Und hier ist immerhin eine Oase, okay. Und sogar eine Truhe. Mit einer Münze, okay. Ich hätte jetzt was Wertvolleres erwartet, aber mehr ist hier nicht. Und das Vieh hier halt da. Dann können wir oben direkt durch. Oha. Lieber schnell mal in die Oase schnell rein. Und dann direkt oben hochschauen. Ich denke mal, man muss hier links rüber. Von oben am besten, würde ich sagen, so rüber. Kann das sein, dass da vielleicht irgendwo wieder irgendwas versteckt ist? Hm. Was da? Jetzt habe ich die Enthüllung eingesetzt und sehe gar nicht, was da ist. Hä? Was war das gerade? Ach! Was haben wir hier? Wer ist er? Ist das ein Boss oder? Oha. Ah, scheint da so eine Art zwischen. Manticore ist das, okay. Energie sieht gut aus. Ich würde sagen, hier arbeiten wir natürlich direkt mit Gins und alles drum und dran. Kirin direkt einsetzen. Esse geht gerade gar nicht. Dann direkt Venus. Ich glaube, das ist so eine Art Zwischenboss wieder. Ja, Widerstand, Brise auf jeden Fall einsetzen, würde ich sagen. Dann schauen wir mal um. Sprudel könnte man. Ich würde sagen, Geysir auf jeden Fall erstmal auf ihn drauf. Okay, immerhin 84 Schaden. Ich würde sagen, den schaffen wir, oder? Hoffe ich doch. Was ist, wirkt aber nicht auf mir. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Was? Eban wurde mit tödlichem Gift verseucht. Oha. Jetzt muss ich gleich schauen. Also Synergy, Ragnarök auf jeden Fall drauf. Esse ist noch gelber Bereich. Jupiter drauf. C4 war Teamschnelligkeit. Aber ich schaue erstmal, Moment. Am besten Elixier einsetzen, oder? Auf. Ja, Iban hier. Plus Heilung auch auf Iban. Ich möchte nicht, dass er K.O. geht. Wir können zwar wiederbeleben, aber ist natürlich trotzdem ärgerlich. Oha. 23 KP bei Iban. Gut, Ragnarök. Immerhin 92 Schaden mit Ragnarök, okay. Ich würde sagen, das ist sehr gut. ...73 Schaden, auch sehr gut. Und Iban zumindest
81 KP noch. Okay. Merkur auf jeden Fall direkt mit drauf. Rost müsste auch ganz gut kommen, ne? Aber ich würde sagen, erstmal Esse, genau. Erstmal Esse drauf. Und C4 hier, Teamschnelligkeit. Schwelle wäre ganz gut, das halt das ganze Team direkt mit drauf. Okay, Schnelligkeit steigt um 84. Okay. ...103 Schaden mit 3 Ausrufezeichen. Okay, Quelle, sehr gut. Bei Ivan immerhin 33 KP. So viel stellt Quelle aber nicht an Energie her. Zumindest im Moment nicht. Ist aber trotzdem gut, weil das ja alle im Buschen heilt, ne? Die Sargs Attacke steigt um 43. Punkt, Punkt, Punkt. Und er greift gerade direkt mir an, ne? Ich würde sagen, Jupiter drauf, Mars drauf und natürlich direkt Merkur. Gut, Sprudel würde ich sagen, muss schon eigentlich direkt auf Mia erstmal. Gut, 104 Schaden mit Merkur. ...56 Schaden mit Mars. Okay, 41 Schaden an Isa. Oha, Ivan 2 KP im Moment. Sehr gefährlich. Direkt Heilwasser auf Ivan direkt. Er müsste auch direkt einen Elixir haben noch. Hat das schon wieder den Effekt. Wir haben übrigens zweimal Lebenswasser noch. Belebt besiegte Freunde. Eigentlich auch sehr gut, dass wir das im Inventar haben hier. Oha, jetzt muss ich erstmal schauen. Also Fieber, erstmal Fieber auf ihn mit drauf. So, Brise, Widerstand des Teams. Und, was ich eben schon sagte, wir müssen Elixier nochmal auf Ivan hauen. Wenn er jetzt stirbt, dann müsste ich ihn halt wiederbeleben. Ivan geht in die Knie, Punkt, 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 kann nicht sein. Ivan ist leider K.O. gerade. Aber wir haben Lebenswasser und Quarz haben wir auch noch. Er ist hart, oder? Er hat direkt Ivan hier K.O. gehauen, ey. Mia hat jetzt auch den Effekt, Moment. Oha, Quarz erstmal auf Ivan. So. Dann Elixier. Müsste ich ja sogar direkt auf 2 anwenden, also ich sag, ne, erstmal mir würde ich sagen. Dann Elixier auf. Ich würde schon sagen, ich sag erstmal. Und Ivan immerhin am Leben. Mir 30 KP, ist nicht wahr. Gerrits Verteidigung fällt um 22, das ist hart. Er ist wirklich hart, muss ich dazu sagen. UKP immer schön im Auge behalten, dann muss ich schauen. Also Heilwasser auf jeden Fall erstmal. Ja. Jetzt müssen wir auf jeden Fall eine Runde heilen. Man kann natürlich nebenbei drauf fahren, aber Teamattacke muss rau. Team Schnellkart, ne, wir müssen heilen nebenbei nur. Ich nehme mal, schauen wir mal. Übrigens, toll, ich muss schauen. Mit ihm mache ich Jupiter. Dann nochmal. Quelle bewirkt wenig KP. Ah, sehr gefährlich gerade. Ich muss schauen. Tiefes Gebet. Immerhin 200 KP kommen damit zurück. Könnte man erstmal auf Isaac machen. Isaac kann er zum Glück heilen. Lebenswasser haben wir auch noch.
Er ist gar nicht so easy, wie ich erst dachte. Das gleicht da schon fast an den Kampf mit Satoros hier. Ivan schon wieder runter auf 60, alle anderen gehen gerade noch so mit der KP. Giftschwanz, ist nicht wahr. Garrett runter auf 41 und weggehauen. Gut, dann müssen wir schauen direkt. Moment. Schwarze, Moment, nicht einsatzbereit. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Lebenstropfen. Wo war der? Ich glaube bei Ivan, ne? Öltropfen. Gut, dann können wir hier schauen. Also man könnte hier entweder mit Kiesel oder Kirin. Macht Kirin, aber. Gut, hier nochmal schauen, haben wir hier irgendwo Lebenswasser? Ne, Ivan. Hatte er nicht eben Lebenswasser? Moment. Oder war das Mia? Gefährlich. Sehr gefährlich. Machen wir Merkur drauf. So. Dann. Ich glaube, bei Garrett war das. Garrett ist K.O. Ah, gefährlich, ey. Moment, dann mit mir mal schauen, Quelle, ne. Asia. Auch erst noch nicht. Dann müsste ich schon tiefes Gebet machen. Erstmal auf Ivan. Ich hoffe, dass wir ihn schaffen. Wäre nicht. So, mit Kirin. Und 107 Schaden, immerhin. Jetzt muss ich wirklich bei jedem Schlag schauen. Okay, Ivan wieder runter. Mir auch runter auf 50. OMG, ey. Können wir Quarz einsetzen? Immer noch nicht. Bereit zur Beschwörung steht da nur noch. Das ist aber roter Bereich. Ne, geht da nicht. Jetzt muss ich bei Isaac immer schauen. Hatte Isaac das? Hat er hier. Nee, dann hatte Garrett den Lebenstropfen. OMG. Also Fläschchen könnte ich einsetzen. Erstmal auf Mia direkt. Elixier muss auch auf Mia, weil sie hatte den Effekt wieder noch. Also bei dem Kampf muss man wirklich kurz schauen, dass man nicht zu voreilig irgendwie draufhaut. Okay, durch Nestgegner schwächt Attacke. Machen wir mal Geysir direkt auf ihn erstmal wieder hier. Dass die Attacke geschwächt wird, dann muss ich schauen, sobald Quarz verfügbar ist, dass wir Garrett heilen. Okay, Isaac wurde getäuscht. 121 KP im Moment. Können wir Quarz wieder machen? Ja, immer noch nicht. Okay. Fläschchen hau ich direkt. Erstmal auf Ivan. Okay. Widerstand des Teams auf jeden Fall aktivieren. Ich würde sagen, der bringt mich in Schwitzen hier gerade. Der kam. Heilen muss ich auf jeden Fall. Ja, müssen wir auch hier Isaac wieder. Okay. Nebenbei müsst ihr aber auch ein bisschen draufhauen eigentlich. Gut, schauen wir mal, Quarz ist immer noch nicht. Dann machen wir eine Reide drauf. Ich würde sogar sagen, direkt Elixier erstmal wieder auf mir.
Und mit mir könnte man Quelle machen oder draufhauen. Oder heilt, bei mir ist auf 85 runter. Ich mach tiefes Gebet auch nochmal direkt auf mir, dann ist sie gleich komplett geheilt. Klar, Isaac hat auch Effekte drauf. Gut, eine Reide, schauen wir mal, wie viel eine Reide abzieht. 213 Schaden, sehr geil. Aber er lebt immer noch, ey. What? Isaac auf 37. Also man kann den Kampf auf jeden Fall mit Sartorius so ein bisschen vergleichen. Nicht easy. Moment. Diese Quarz ist immer noch nicht. OMG, okay. Dann direkt Fläschchen. Erstmal Isaac. So. Mit ihm könnte ich Jupiter oder Venus drauf haben. Macht des Windes, Macht der Erde. Macht des Windes drauf und mit mir muss ich wieder schauen, Super Elf. Tiefes Gebet, eigentlich direkt auch auf mir, aber sonst haben wir gleich nur noch zwei Charaktere, die leben. 89 Schaden, okay. Ivan 37. What? Ab wann wäre Quarz wieder machbar? Also mit Isaac würde ich sagen, hau ich drauf. Die anderen beiden verwende ich jetzt als Heiler auf jeden Fall. Okay, dann erstmal schauen. Dann haben wir so 4 und... Oh. Ich hätte mit Isaac heilen sollen, nicht gut. Ne, Alex hier auf mir direkt nochmal. Und tiefes Gebet muss auf jeden Fall auf Ivan. Boah, wie gesagt, der bringt mich wirklich ins Schwitzen hier gerade. Ivan 37 im Moment. 132 Schaden mit der Attacke, das ist eigentlich sehr gut. Isaac runter auf 60. Gar nicht gut. Mia 41 KP. Ah. Mit 4 KP überlebt, ey. Okay. Ich glaube, es könnte sein, dass wir es vielleicht sogar nicht schaffen. Das wäre hart. Im Moment, mit Isaac könnt ihr Fläschchen, ne? Alle die Fläschchen, okay. Direkt auf ihn drauf. Toll. Die Lebenstropfen hat Garrett. Ich hau nochmal mit Venus, wir müssen auch ein bisschen angreifen. Und mit ihr müsste ich schauen, dass ich direkt da heile. Tiefes Gebet direkt auf ihr drauf. Immerhin 72 Schaden und yes, wir haben ihn gerade noch so geschafft, ey, krass. Also Isaac hat jetzt nur 4 KP oben, Garrett, wie wir sehen, der K.O. die ganze Zeit. Ivan war eben K.O., ist aber hoch auf 146, wo man nur Mia auf 43 runter. Also wenn er jetzt noch ein bisschen mehr draufgehauen hätte bei uns, dann hätten wir wahrscheinlich den Kampf nicht geschafft. Aber wir haben es geschafft und sogar 590 Punkte. Schade natürlich, dass Garrett die Punkte jetzt nicht erhält. Aber ich sag, somit sogar Level 17. 3400 Münzen insgesamt. Auch nochmal extra bekommen. Krass. Ich halte keine Minute länger durch. Wo ist die nächste Oase? Ja, jetzt müssen wir erstmal schauen. Moment. Kann ich Quarz einsetzen? Erholt sich. Okay. Boah, ey. Der Kampf war wirklich hart. Und jetzt erstmal ordentlich vollkommen voll heilen. Und Garrett geht im Moment nicht super. Müssen wir gleich schauen, obwohl. Wir können auch. Moment. Item. Genau, er hat nämlich den Lebenstropfen hier. Kann ich den einsetzen? Müsste er eigentlich noch. Ja, okay. Somit alle wieder geheilt. Mega cool.
Boah, ey. Also ich muss sagen, das ist schon hart. Erstmal kurz Speicherpunkt. Wir haben ihn geschafft. Mega cool. Und können somit dann hier rein jetzt, ne? Von der Zeit her sehe ich gerade... Okay, einen ganz kleinen Buschen hätten wir noch für den Part. Ich würde sagen, hier rennen wir noch durch. Weiß ich, wo... Achso, Moment. Wir haben da wieder irgendeinen Effekt drauf, ne? Ich sage, es vergiftet. Okay, dann... Moment. Giftheilung. Und hier auch wieder Giftheilung. Sehr gut. Sonst... Da hätten wir jetzt wieder ohne Ende Energie verloren. Okay, wo kommen wir hier hin? Ah, okay, das wird dann hier auf die Karte gehen. Das heißt, wir sind durch die Wüste durch. Ey, mal schau. Hier oben in der Mitte wäre auch irgendwie was, ne? Und links geht es natürlich rum. Oben links ist auch eine Brücke. Wir können noch mal ganz kurz hier hinschauen. Kämpfe würde ich jetzt überspringen. Ne, hier ist gar nichts. Okay. Sah nur gerade so verdächtig aus hier die Ecke. Hier können wir noch ganz kurz schauen zum Ende des Parts. Da oben wird es auch rumgehen. Das sieht oben rechts so aus, als wenn da so eine. Sieht aus wie so eine Erde. So ein Erdfleck da oben. Aber krass, rechts sieht man da die Wüste, da sind wir eben durch. Mega krass auf jeden Fall. Wir haben ihn. Ja, den Tempel hier somit. Und die Wüste auch, ne? Wie gesagt, hier erstmal schnell flüchten. Na, nach links sehen wir auch das nächste Dörfchen anscheinend, oder? Ja, okay. Oben rechts, wie gesagt, geht es auch noch rum. Unten. Wir schauen mal ganz kurz im Busch noch rum zum Ende des Parts. Hier links ist sogar noch eine Höhle. Und unten rechts geht es noch weiter rum. Okay. Einmal kurz ein bisschen erkunden. Und da oben sind wir eben rausgekommen. Okay, hier unten rechts ist auch schon Sackgasse, sehe ich gerade. Okay. Haben wir da zumindest einmal geschaut. Hier wäre eine Höhle. Ich würde sagen, das schauen wir dann in den nächsten Parts auf jeden Fall noch hin. Das werden wir natürlich alles nicht in diesem Part schaffen. Ja, und hier denke ich mal, machen wir dann im nächsten Part weiter mit dieser Stadt. Da sind sogar zwei Dörfer. Also das ist irgendwie so eine Stadt. Da ist ein Fischerdorf sogar anscheinend. Oh, das sieht mega, mega interessant aus alles. Noch eine weitere Höhle oben links. Und die Frage ist natürlich oben rechts, wo geht es da noch hin? Ne, Untoten erstmal überspringen. Aber krass, der Kampf gerade. Man kann schon was sagen, das war der Boss aus der Wüste, ne? Wenn man es mal so sieht. Ja, und hier oben, wie gesagt, geht es auch noch weiter rum. Oben rechts wäre krass. Über die Brücke sehe ich gerade noch ein Dorf. Das ist ganz schön riesig hier. Ja, aber... Wie gesagt, im nächsten Part werden wir natürlich weitermachen, da werden wir das auch alles erkunden, auch allgemein im nächsten Part und so. Ich kann noch mal ganz kurz schauen, wie die Stadt hier heißen würde. Das wäre Kalai, wo wir hier sind. Okay, ja, ich würde sagen, hier machen wir noch mal einen Speicherpunkt. Wir sind, wie gesagt, durch den Tempel durch, haben jetzt die Enthüllung, auch sehr geile Technik und die Wüste auch durchquert. Ja, und hier in diesem... Dörfchen machen wir dann im nächsten Part weiter. Ich würde aber sagen, das machen wir dann wahrscheinlich morgen. Mal kurz schauen, passt eigentlich. Ja, das heißt, wie gesagt, morgen geht es wahrscheinlich weiter, muss ich schauen. Ja, dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker 86. Ciao.